Die Maps, die gleich wie wir gerade hatten, ich mache eine andere, ne? Ja. Die ist ja wieder. Ist ein bisschen anders, aber im Prinzip genauso, ja. Ja, gut, das Saftpäckchen ist nicht da oben, aber da oben ist das. Ja, stimmt, du hast recht, das ist schon ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich mache aber mal eine komplett neue, warte mal. Ja. Einmal ganz neu, zufällig bitte. Kriegen wir denn da Schönes? Bauernhof ist immer cool, da gibt's die Hühner. Ach du Scheiße, was ist das für eine Map? Ja. Könntest vom Bauernhof aber als Höhle machen quasi, dass wir wieder im Kuhfladen sind quasi. Das sieht ja lustig aus. Im Kuhfladen. Ja, wunderbar. Müssen wir uns als Würmer durch den Kuhfladen graben hier. Mhm. Und da geht er weiter, der Kampf von Gut gegen Böse. Hallo, Kuh. Jawohl. Wie stolz sie. Weil sie alle aus so einer Ameisenfarm mit Würmern, ne? Ja. Ameisenkolonie, ja, richtig. Wie diese Schulprojekte, ne? Mit diesen Glasplatten. Und ja. Ja, ja. Ich wollte sowas als Kind immer haben, aber es gibt es nie gekriegt, ja. Ich glaube, wenn man das wirklich hat, ist das langweiliger als nach einer Weile. Nach einer schnellen Weile, kurzen Weile, besser gesagt. Ja, das kann man gut vorstellen. Als man so im ersten Moment denkt. Tische! Aber selbst Ameisen kannst du im Zweifelsfall einfach irgendwo aussetzen, die kommen schon klar, ne? Bei anderen Tieren ist das halt tragischer, wenn dann die Kinder nach 3 Wochen den Spaß verlieren. Oh, die ist geil, die Truhe. Ja, die ist richtig. Was denn hier verkehrt? Ein Hürdenlaufer, oder? Das war ja erstmal richtig wandern hier. Ich glaube, das hat einen guten Grund, dass mein Anführer und dein Anführer an den Ecken der Map sind, Gulica. Wir sagten, dass es hier der Führer ist. Ich. Oh. Der Honda. So ist richtig. Das schwere Gewehr erstmal hochheben. Ich glaube, wir müssen aufgeben. Ich sehe da keinen Sinn mehr. Ja. Sehe ich genauso. Das ist haben wir schon verloren. Ja. Das würde ich doch hoffen. Und den Berry, der ist schick ist weg bei mir, aber das sind nur andere Opfer. Ich Opfer. Was war das? Nix. Das war Akrofine, ich hab nichts mit ihr zu tun. Ich merk mir das. Und eines wunderschönen Tages, wenn du nicht mehr damit rechnest, dann zahle ich dir das alles zurück. In Gold und Juwelen. Und leckerem Essen. Ja, dann überlege ich mir noch, du wirklich was leckeres Essen. You are my next quest. Ich weiß nicht immer, ey. Wenn mich nur Tiefkühlfraßen. Ja, weißt du, ich mach so voll geile Essen, so, weißt du, so 3-Sterne-Küche und sie kriegt dann am Ende so eine Dosen-Ravioli. Hier, fress. Darfst aber gerne mal an unserem Essen riechen. Ah, ist das so? Ja. Kennst mich doch. Zuvor kommt wie immer. Ja, ja, richtig. Der arme Honda, ich hab gelitten, glaube ich. Ja, aber auch. Das sind voll die harten Typen. Mal guck das mal an, die schießen auf Leute, die eine Brille tragen. Ja, gerade auf die. Jetzt würde gar nichts passieren. Ach so, ja. I'll get you later for that. Wow, man!
must momentarily depart. Did he do that? Der Berry. Do not require assistance. Beef. Komm her! Beef! For the king! Der steht erstmal noch untergefinisht, ey. Yes. Da haben sie schön drei Runden schön ins Gesicht geschossen. Yes. Ja, ich glaube, der Runner hat was anderes vor. Scheint so. Der will sich die Truhe holen, wenn er oben erschienen ist. Der will Geld haben. Ja, das bezweifle ich. Ich glaube auch. Da möchte ich jetzt dafür rächen, dass ich seine Lieblingspartnerin hier angeschossen habe. Ja, hoffentlich. Wenn dann das zu einer Lage ist, ist es nicht. Ach doch, das kriegt er von mir. Ich vertraue in ihn. Mikuni-chan. Natürlich super, die beiden direkt wieder zusammenstehen. Schon so einen Anfängerfehler machst. Doch, und jetzt soll ich ihn springen. Genau. Kiste erreicht, fertig. Ja, aber das ist ja jetzt nicht so wild. Ich meine, gut, da kriegen sie ein bisschen Schaden, aber... Aber es kriegen zwei Leute Schaden, im anderen Fall hätte man ein Leut Schaden gekriegt. Ein Leut? Jetzt habe ich quasi 87 Schaden gemacht, sonst hätte ich nur 50 Schaden gemacht. So ist es. Eine reine mathematische Frage. Außerdem sah es cool aus, wie ich mich hier durchgemoved habe. Das ist richtig. Ich glaube, der Mann ist so alleine. Nope. Man muss ja den Leuten auch was bieten. Richtig. Nicht nur effizient sein. Lordy. Mit Stil. Ich meine, das ist ja ganz schön, aber es wird ja am Ende trotzdem nicht hinbringen. Also was soll's. Abwarten. Schadensmaximierung ist schon mal nicht verkehrt. Mhm. Jetzt ist mal der Don dran. Da-dum, dum, dum. Bei den Honda finishen, das können wir immer noch. Mhm. Wow. Zum Beispiel jetzt. Zum Beispiel jetzt. Jetzt einfach an ihm vorbeischießen, der Lünn ins Gesicht. So. You'll stare in the eyes of the demon. Okay, der Honda, der hat bisher diese Runde. Der würde jetzt in den alten Worms sein, wäre das nutzloseste Wurm der Runde bezeichnet worden. Richtig. Ist er ja auch. Ja, weil er nicht die hat ja auch nicht die Chance gehabt, was zu tun. Er war nicht mal dran. Greetings, Soldier. Aber sonst geht's dir gut, ne? Ja, ja, alles bestens immer. Oh, der Blumen. Ich bin allergisch gegen Blumen. Ich glaube, ich bringe dir Blumen mit. I'm afraid you have made a new enemy. Was ist denn für eine Schlacht, ey? Alle hier auf einem Punkt, die meinen. I will not let you down. I will show you how it's done. Na, natürlich. Suicide-Stief gibt mir dann so, ich komm, sag, ich muss den nicht da oben erstmal zur Besorgung bringen. I am stronger than ever. Ey, wenn jetzt die Kiste hochgegangen wäre, hätte ich mich kaputt gepisst, ey. Das ist leider auf. Oder sie erstmal die Weinpulle voll. Mhm. Nee, kein Wein geholt aus dem Keller. Henceforth, I declare you to be an outlaw. Mhm. Foolish.
Der Yamaha da links in seinem Ding. Der schreit doch auch nach Schlägen, ne? Aber sowas von. I believe you have goods that do not belong to you. Ha, habe ich das auch mal geschafft. Zweimal den Arsch ins Gesicht halten. So, hier, Dicker. Nein. Ja. Jetzt einmal durch die Wand glitschen, runterfallen und... Boah. 7 Sturzschaden. Mhm. Ich glaube, das ist Rekord. Schnell 9 war bisher so. Den hat sich ja der Gunner geholt. Ja, ist korrekt. Welcome, brave Sunlight. Da. Schaden durch dumme Bewegungen, da ich immer noch die Rekorde halte. Du bist ganz vorne mit dabei, ne? Selbsttötung, ich habe auch die meisten Selbsttötungen durch Jetpacks. Nein, was war das? Ouch. Ach so, mag ich das. Oh geil, die ist ja wichtig da oben. Ja. Die unwichtigste Truhe an der dümmsten Location. Ja. Also mit anderen Worten, du bist jetzt dahin, oder? Ja. So, okay. Jetzt wollen wir richtig auf die Kacke hier. Ich weiß nicht, ob ich Kackerhau-Utensilien habe. Was haben wir hier Schönes? Vielleicht gibt es genug, wenn du ihn wegsprengst und er dann wegkriegt und Fallschaden kriegt. Wobei, ja, mal gucken. Der Gunnar steht auf Schmerzen. Ist halt egal. Mhm. Schade. Er ist auch nicht so tief gefallen, er ist auf das Ding da drüben gefallen. Ich hätte wahrscheinlich rechts planten sollen, nach rechts abhauen und ihn links an die Wand fliegen. Planten, Alter, was ist denn hier los? Klar. Das ist der Rainbow-Schaden. Ja. Wir haben viel zu viel Rainbow gespielt, das ist ganz schön. Ist es jetzt Don ein bisschen geschützt, dadurch, dass Yamaha daneben steht, da hat der Igel so ein bisschen Beißhemmung mit Sprengstoff. Ich bin ja nicht dran zum Glück. Und der Mark hat ja sowieso Hemmung, seine eigenen Leute zu töten. Ja. Also ich glaube, der Yamaha hat mit den 15 AP, wenn ich jetzt das hätte, das Don 100% wegnehmen würde. Ja gut. Na, dann ist mir egal, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich 150 AP mal eben kurz wegspringe. Ja, das habe ich ja vorhin mit dem Gunnar auch gemacht. Und das hat uns den Sieg gebracht. Was für ein langes Zer. Oh. Die Finis dran, guck mal da. Die Schrotte geht an, voll da rein, in Yamaha zu töten. Na, kurz rechts von denen 150er, aber weg. Also schroten oder so, ne? Oder sprengen. Weil der Yamaha, weiß nicht, der läuft jetzt ja nicht weg. Also, der ist umringt, aber der rennt weg. Von einer Seite, von der anderen Seite. Ja. Von beiden Seiten gut durchbraten. Richtig. Ja. Mit Blei gefüllt. Mein Herz? Yes. Schon wieder. Da passt einfach gar nichts. Und zoom ich mal ran. Alter, was kannst du eigentlich? Klappt nicht mehr so mit dem Seilen, wa? Gleich mal 3 Seile vergeudet für nix. Wenn eins locker gereicht hätte. Das ist nur einmal Seilen. Das zählt nur als einmal Seilen tatsächlich. Bitte im Fall neues zündest, oder wie? Genau. Tissue! So viele Sachen, die ich ausprobieren würde. Die haben wir lange nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Richtig. Ist einfach nicht. We do not require assistance.
my time has come. Genau, Lynn einfach wegschroten, sie steht im Weg. Oh, mitten in der Nacht. Nein, 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 nein! Wir mitmachen bei eurer Orgie hier. Das ist ja der Gegner. Sehr gut. Ich dachte, was ist jetzt los? Was hast du gerade? Ich spreng irgendwie ein? Nein, nein, nein. Ich dachte, das andere Team ist dran. Ach so. Sprengt dich. Ach so. Das war so ein kurzer Anflug von Rot-Grün-Blindheit. Hm. So geht's los. Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir so langsam ein paar coole Sachen, die wir machen können. Na, es geht so. Problem ist, da stehen wir zu viele von unseren dabei, ne? Ja. So. Außerdem könnt ihr gar nicht cool sein. Können nur wir. Ja. Das ist korrekt. Coconut! Coconut! Warte mal, du kannst auch oben den 150er vielleicht noch mal einmal beschießen oder so lieber. Wenn du auf den da wieder hochgehst. Da komme ich nicht mehr hin. Kannst du nicht hochspringen. Du hast mal wieder sehr viel Vertrauen in mich. Okay. Mir ist zurecht. Zurecht. Ja. Immerhin einer. Bevor du dir selber noch Schaden mitgibst, wenn du da ein bisschen was schießt. Leave me alone. So. Let us engage. Ich glaube an dich. Geiles Windvieh, du. Wie viel Schaden hast du jetzt gekriegt? Ich habe jetzt 5-6 Mal getroffen damit. Oh ja, ordentlich. 102. Nicht schlecht. I will show you how it's done. My time has come. Schnell wegbauen, bevor er schießen kann. The quest begins. So it begins. Also die letzte. It would be foolish to cross me now. Hast du schon die Heilige? Hi. Ja. Ich weiß nur noch nicht. Oh, ist das ein dreckiges Lachen, ey. Du könntest dich nach oben seilen und dann von dort runterwerfen und landet. This one is for the king. Okay. Ignoriere mich. Das ist gut. Yes. Na, der Schaden ist relativ gering, ne? Gewesen, so verteilt. Also in der Summe war es auch irgendwie so 90 oder so, aber. Das passt schon. Der Nesti kann es auf jeden Fall schon finishen. Ja. Kannst du es auch lassen? Nee.
Vorsicht. Hat er wieder Glück, hey. Lordy. Dun, 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 dun. Aber jetzt steht er frei. Kannst du ihn das nächste Mal schnappen. Yes. Beef. Genau, du könntest es vielleicht mit der Heiligen, ne? Weil vielleicht fällt er dann unten ins Wasser. Weil die macht ja einen ordentlichen Radius weg. Mhm. Wenn du oben links auf diesen Hügel gehst, so runterkullern lässt einfach nur. Und dann dich nach links in das Loch verdrückst. Ah, das reicht ja. Mal kurz antippen, dann müsste es eigentlich reichen. Kann ruhig gut sein, ja. Boah, hat der wieder. Aber trotzdem nicht schlecht, nicht schlecht. Salutations! That do not belong to you. Ho ho! Das ist auch doof. Wenn ich von links schrote, dann fällt er auf mir auf Rina drauf. Nein, es gibt's nicht. Ernsthaft. Ja gut, aber da war jetzt schon so ziemlich dicht, ne? Ich weiß nicht, ich hab schon aus näheren Entfernung getroffen. Es war jetzt, die Kugel ist an der Wand abgeprallt, glaube ich. Ist einfach unfähig, das alles. Das kann auch sein. In der Runde habe ich auf jeden Fall erfolgreich mich oft selber verstümmelt. Wenigstens eine Typen. Ja. Der Neid in ihr hoch, ich weiß es doch. Bazooka nehmen sollen, das ich hab mich tatsächlich gewundert, warum du den nicht nimmst. Ja, weil ich letztes Mal auch getroffen hatte, dann nur 40 Schaden gemacht hatte. Das willst du doch gar nicht machen, oder? Komm, das willst du nicht tun. Ehrlich nicht. Ach doch. Yes! Nein! Und noch ein Sekundärschaden hinten raus mit minus 10. Sehr schön. Nicht schön. Denk mal dran, dass wir drin. Ich glaube, wir haben auch noch eine Heilige, ne? Ja. Die wird da oben wunderschön zu schön im Oscar aussehen. Aber du hast natürlich recht, erstmal die Waffen ein bisschen aufbessern. Ja. Schrotze und Dynamit. Jetzt kann man durch das Loch da auch schön die Hühner beobachten. Deswegen habe ich das eigentlich gemacht. Das war der Plan. Cool, der Gunnar will nur seine Hühner beobachten, sonst hat er nicht. Ja. Ich glaube, wenn er es jetzt loslässt, fällt es durch daneben. Kick out me weapon. Tschüss, Oscar. Tragisch. Das ist schon richtig gut. Hmm. Well met, friend. Ja, natürlich. Pants! Ready for action! Vielleicht erwischt er mich jetzt zweimal oder so, ne? Ich meine, der kann doch von oben vom Deckel abprallen. Vielleicht kriegt er dann noch dreimal. Ja. Ja, nee, zweimal. Schade. Ja, hat vielleicht schon gereicht. Ja, da kriegt er wenigstens auslaufen. Ist ja. Richtig. Er freut sich.
Kann den Tunnel ein bisschen vergrößern. Als wenn der Timer nötig wäre. Ich meine, so lange kann er gar nicht in eine Richtung laufen, bis der wirklich auslöst, der Timer. Ja, stimmt eigentlich auf keiner Map, ne? Ne. Er rennt halt einfach. Entweder fällt er irgendwann ins Wasser oder er läuft halt gegen die finale Wand. Dann würde er ja auch ein paar Mal zünden und seine Zündungen sind auch irgendwann aufgebraucht. Ich will denn loswerden, Bock euch. Fallen short of my requirements. Du willst unbedingt aufs Maul, oder? We do not require assistance. Oh ja, gucken. This may hurt a little. Mal was? Nee, ich glaube nicht. Oh, das trifft ziemlich gut. 43 Schaden, ja, leider. Natürlich treffe ich gut, was soll das heißen? Das Ungläubigen. Ey, Marc, ich habe eine geile Idee. Sehe ich gerade so spontan. Ich glaube, der Don, der möchte baden gehen. Ich glaube, du willst baden gehen. Ah, hier, ja. Könntest du dir das vorstellen? Würde mir bestimmt gefallen, oder? Ja, es klappt, glaube ich, damit ganz gut. Schöne Präsentstange. Also das kleine Wasser unten fällt er nicht. Und so weit, dass er das große fliegt eigentlich auch nicht. Und vom Fallschaden stirbt er auch nicht. Oh ja nicht. Das heißt okay. Stop laughing, you! Ha 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 ha! Boah, die Kiste habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, direkt daneben. Und, ja. Aber die Kamera hat bei mir nach oben gezoomt. Ich will jetzt Lynch sprengen. Dann ist jetzt keine Gefahr mehr für dich. Mhm. Schön, wenn die Würmer keine Zähne mehr haben, sich zu freuen, das ist super. Jetpack hat Ladehemmung gehabt, hast du gemerkt? Das ist Präzisionsjetten. Ach so. Meinst du, wenn ich mit dem Baseballschläger haue, dass er dann quasi links von Lin irgendwo auftaucht, aber dann noch ein bisschen schlittert? Vielleicht, aber das ist ein Glücksspiel, aber du könntest es probieren, ne? Aber es war aber weit genug rutscht, um in dem großen Wasser zu verschwinden, ne? Schon ein bisschen höher ziehen, weil so steil nach oben fliegt der ja nicht. Dann hat man mehr Weite, ja. Perfekt, Home Run. Alter, fast gegen den Krümmel da, ey. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Mach's, Flatsch. Ich versuch mal mein Glück. Nein. Ja, ja. Komm, genau. Oh fuck. Sehr schön. Ich hätte jetzt auch mal der Schaden interessiert, ehrlich gesagt, weil die Explosion von dem Ding noch mit dazu kam. Ja. Also wenn es nur der Schaden gewesen wäre, damit Sicherheit überlebt mit 175. Ja, das ist so viel macht das alles nicht.
Ich glaube, die Heilige Granate selber zu 75, glaube ich. In den ja, irgendwie sowas. Und davon nochmal 20 oder so oder 25 durch das Ding, aber. Jetzt hochkommt. Bisschen Fallschaden. Vielleicht hätte er noch irgendwas 90 bis 100 oder so gehabt, ne? Yes, sir! Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der Schaden schon die 100 überstiegen hat insgesamt. Also, ich schätze mal so 60, 70 Lebensmittel von 400 gehabt. Hi! Hi! Kann ich was gegen dich tun? Hm? Ich mag Schafe. Vor allem, wenn du dich damit selber wegsprengst. Alas, alack. Manchmal muss man auch verbringen. Let us engage! Weil das jetzt natürlich beide da oben sind und du da unten bist, ist natürlich schon ein bisschen ungünstig, ne? Did he do that? That's Moscow. Toll. Schöne Kiste. Könntest du mit der Bazooka von unten gegen den Boden feuern, wo der 74er ist oder so, vielleicht ist er irgendwie. Dass du einfach ein paar Löcher reinhaust und dann da irgendwann mal hoch kannst oder sie runterfallen oder. Du bist wie immer sehr optimistisch. Finde ich gut. Ich meine, du kannst natürlich auch versuchen, dich hochzuseilen und dann rechts rum auch rumzulaufen und dann, dass du halt dich nach oben bewegst mit allen, aber das muss halt schnell gehen, ne? 60 Sekunden noch. Wunderbar. Oder so, ja. War aber damit auch die letzte. Hi. Das sagst du. Oh, vielleicht ist da eine drin. Das kann ich sagen. Bombe ist sehr riskant. Wenn du die ja links auf diesen Grabstein wirfst und da rechts wieder abbaust, könntest du natürlich probieren. Ich meine, mit 20 HP bist du eh tot, wenn sie dich angreifen in der nächsten Runde, selbst wenn du dabei drauf gehst. Ich geh drauf. Aber er auch, oder? Ja, ja, ich schätze mal. Ich bin zu so vielen Dingern getroffen worden. 150 Schaden. Das ist zumindest ein 2 gegen 1 jetzt noch, auch wenn dann einer nur so halb zählt. Ja. Well said, my lord. Hey, der hat auch noch 68, ist auch nicht so. Und der hat jetzt noch die Bananenbombe. Bring die noch auf Ideen, ist gut. Naja, gut, wenn er das jetzt nicht selber auf dem Schirm hatte. Also, Bananenbombe, die ist schon geil, ich schon. Okay. Ja, jetzt wird auch feige, oder was? Jetzt deine Helm auf. Prepare yourself. So weit fliegt er eigentlich nicht. Aber in dem Fall natürlich doch. Oh, Alter, er wird ja unten im Krümel hängen, ey. So, Gott. So ein Dreck. Mist, ey. Dass sie jeder schlittert, weißt du, jeder. Ja. Ich kann aber auch hoch erhoben, wenn Hauptes verliert. Das kann ich versuchen, dich links durch das Loch, wo ich drin gehockt habe, da durch diesen Gang hoch zu scheppen. Weil auch wenn es nicht klappt, fällst du auf diesen Stinks da unten zurück. Ja, der ist ja unter dem Tunnel, ist ja der. Machen das Profis. Ja, sehr gut. Ich tue ganz gerne mal so, als wäre ich einer. Ja. Den schlimmsten Sprengstoff, den du noch hast. Ich hab die Oma. Aber die hat einen Timer, das ist blöd, da weißt du nicht, wo die hochgeht. Ja. Super scharf, kann ich nicht lenken. Lenkrakete.
Clusterbombe. Nee, Clusterbombe ist gut. Clusterbombe macht nicht so viel Schaden. Dann lieber eine normale Granate. Also selbst wenn er jetzt einen von deinen noch kriegt, ist die Chance zumindest da, dass er in deiner nächsten Runde mit dem letzten ihm den Rest gibst. Hm. Mal ein Krümel in der Luft, der mich irgendwie aufgehalten hat. Schauen wir mal, ob du nicht wieder zu viel Hoffnung in mich setzt. Natürlich. Ja, ich wollte mal ein bisschen. Tja, und jetzt? Hm. 15 Schaden, ernsthaft? Alter, das gibt's nicht, ne? Ja, jetzt hingehen, seilen, Granate. Und selbst wenn er die überlebt, hast du ja immer noch den 99er oben. Aber Wumba, lass nicht mehr. Welcher ist dran? Nee, der untere ist dran, dann passt der. Schöne Granate vor die Füße legen, das sollte doch. Ziehe. Was ist denn da? Bringt er da? Was war das jetzt? Erst hat er sich nicht bewegt und dann ist er losgeschnitten. Ich brauche gar keine Granate, wie wär's mit einer Bazooka? Die macht 50. Ja. Bazooka in die Fresse! Du hast nicht mal eigenen Schaden, obwohl du direkt davor standest. Was? Ja, aber nicht immer. Kampf der Krüppel! Nein! Ah, das mit den 50. Ja, wahrscheinlich, weil der Boden halt da war, hat vielleicht einen Teil abgenommen oder so, weil der nicht einen direkten ganzen Kegel irgendwie drauf hat. Raus aus meinem Tunnel! Okay, jetzt musst du es nur lebend runter schaffen zu ihm, dann. Ich hab also noch eine Chance. Muss ich gar nicht. Nein, Bobby. Sie hat noch einen Bobby. Bobby! Ja! Bobby! Jetzt muss ich nur treffen. Ja. Aber eigentlich, ich habe nur 3 HP. So richtig verfehlen kannst du eigentlich nicht. Mind if I leave this here? Sobald er einigermaßen im Druckbereich ist, ja. 80 Sekunden, alle Ruhe. Zeit zu ziehen. Down ist gut. Sehr schön. Das war's, ja. Sehr gut. Hui, hui, hui. Siehst du, das Vertrauen war wieder mal gerechtfertigt. Endlich mal wieder ein Sieg. Ah, schön. So gut. Aber wieder sauknapp, ja. Danke, dass du so viel Vertrauen in mich hast. Wir haben bei allem hier auf der ersten Page die meisten, ne? Die meisten feindlichen Würmer getötet, die meisten freundlichen Würmer getötet. Der meiste Schaden zu Feinden, der meiste Schaden zu eigenen. Ihr seid schon echt Vandalen, ihr seid ganz schlimm mit euch. Killer-Duo. Ja. Sehr schön.